Ich mache euch noch mal eine kleine Step-by-Step zu den Produkten von 2M Beauty. Und zwar habe ich hier schon das an zwei Nägeln gemacht, also so ein Snake Skin Design, aber mit Cat-Eye-Effekt. Ich hoffe, man sieht das in der Kamera. Auf jeden Fall habe ich diese beiden Finger jetzt schon, da zeige ich euch jetzt noch mal, wie ich das gemacht habe, habe ich schon einen Teil des alten Materials weggenommen, habe die mit dem Fiberglas-Gel aufgefüllt. Und ja, den Aufbau befeilt, schön gebuffert. Und jetzt nehme ich mir mein Farbgel. Ich finde, das knallt richtig. Das ist übrigens die 481. Und trage mir davon erstmal nur eine dünne Schicht auf. Also wirklich so fast aufkratzen. Die braucht auch nicht deckend sein. Hauptsache, es ist nicht zu dick. Und was ich auch wichtig finde, ist bei dieser Wet-on-Wet-Technik oder Nass-in-Nass-Technik ist, dass die Gele nicht zu dick sind. Also, ja, dass sie schon ein bisschen flüssiger sind, weil sonst erschwert das unheimlich dieses Verlaufen oder es geht gar nicht. Am besten geht es mit Gellacken. Guck, dass ich die Ränder schön sauber mache. Das ist immer ganz wichtig bei Full Cover. So, das kommt jetzt kurz in die Lampe. So, das ist jetzt ausgehärtet. Jetzt trage ich mir meine zweite Schicht auf. Dass ich das so mache, dass ihr das auch seht. Die trage ich etwas satter auf, aber schon so, dass das Ganze eben nicht zu dick wird, weil es ja eben auf dem Aufbau ist und danach nur noch versiegelt wird. So, Pinselstreifen legen sich gleich noch. So, dann habe ich das. Dann nehme ich mir hier mein Cat Eye bzw. Magnetlack. Da habe ich mir hier schon ein bisschen was aus dem Schablonenpapier umgefüllt. Das schnappe ich mir. Und dann nehme ich mir ein Dotting-Tool. Ist wirklich ganz einfach. Es kriegen auch Anfänger super hin. Und setze mir hier, ich hoffe, ihr seht das, so kleine Pünktchen rein. Die Finger mal ablegen. Nicht zu dicht aneinander, weil die laufen ja noch. Beziehungsweise dehnen sich aus. So, das war schon der ganze Zauber. Und jetzt müssen wir einen Moment warten, bis sich das ausdehnt. So, das reicht mir schon. Jetzt nehme ich mir den Magneten und halte mir den drüber. Und habe auch meinen Effekt. Ich hoffe, ihr seht das. Das kommt jetzt schnell in die Lampe. So, ich habe jetzt hier an dem zweiten Finger schon mal die zweite Schicht Farbgel aufgetragen und natürlich noch nicht ausgehärtet. Und zeige euch das nochmal schnell. Also ich fange jetzt hier an mit dem Pünktchen wieder. In der Mitte versuche ich immer ein bisschen größere dann zu setzen. So. Also das ist wirklich ganz, ganz einfach. Ihr dürft sie halt nur nicht zu nah aneinander setzen, weil dann laufen sie ineinander. Und das ist ja nicht Sinn der Sache.
So, jetzt warten wir wieder einen Moment. So, jetzt kommt wieder mein Magnet. Den halte ich hier drüber. Und ab in die Lampe. So, jetzt brauche ich nur noch versiegeln. Dafür nehme ich den. Ich werde immer mehr Fan von diesen Versieglern ohne Schwitzschicht, weil es einfach schneller geht. Und weil die mittlerweile es auch so gute gibt, wie den hier zum Beispiel, die nicht mehr gelben und flexibel genug sind. Ne? Das war das, warum ich die am Anfang immer nicht so gerne benutzt habe. Aber der hier ist top. Und man ist eben schnell fertig. So. Kommt jetzt nochmal in die Lampe und dann zeige ich euch das Endergebnis. So, ich hoffe, das Design gefällt euch genauso gut wie mir und ihr probiert es vielleicht auch mal aus. Und dann bis bald. Bye bye.